Ich darf Sie sehr herzlich hier im Hölderlin-Zentrum in der Villa Wertheimer im Namen der Stadt Bad Homburg vor der Höhe willkommen heißen. Die Stadt Bad Homburg hat ein Hölderlin-Zentrum hier in der Villa Wertheimer geschaffen, weil Friedrich Hölderlin der wichtigste Dichter unserer Stadt ist. Er lebte zweimal in Homburg vor der Höhe, wie es damals noch hieß, nämlich von 1798 bis 1800 und von 1804 bis 1806. Bad Homburg kann sich deshalb glücklich schätzen, dass wir die zweitgrößte Hölderlin-Handschriftensammlung besitzen. Original-Handschriften von Friedrich Hölderlin, die im Eigentum der Stadt Bad Homburg sind, sind aber nicht bei uns hier gelagert, sondern befinden sich in der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart. Aber hier in dem neuen Hölderlin-Zentrum werden wir auch über eine Klimavitrine verfügen, wo wir dann auch Original-Handschriften von Hölderlin ausstellen können. Neben dem Hölderlin-Zentrum, der Ausstellung, die man hier erleben kann mit Original-Hölderlin-Handschriften, gibt es natürlich noch die Möglichkeit, über unser Stadtarchiv, was ebenfalls hier in der Villa Wertheimer untergebracht ist, sich breit über Hölderlin zu informieren, weil dort schon eine große Bibliothek zur Verfügung steht. Und außerdem haben wir im März 2021 von der Hölderlin-Gesellschaft als Dauerleihgabe die berühmte Sattler-Bibliothek zur Verfügung gestellt bekommen. Sattler, der Hölderlin-Forscher, hat eine ganz beachtliche Bibliothek zusammengestellt mit über 650 Büchern, wo man so über Hölderlin forschen kann oder sich auch einfach nur informieren kann. Seit 1983 vergibt die Stadt Bad Homburg vor der Höhe in Andenken an den Dichter Friedrich Hölderlin und seinem Wirken hier bei uns in der Stadt den Friedrich-Hölderlin-Preis. Es ist ein Literaturpreis, der hoch dotiert ist und seinen festen Platz in den vielen Preisen in der Literaturbranche mittlerweile gefunden hat. Seit 20 Jahren unterhält die Stadt Bad Homburg eine Hölderlin-Wohnung. Hintergrund ist, dass die Hölderlin-Preisträger, also die Literaturpreisträger, aber nicht nur die, auch andere Schriftsteller, hier dann kostenlos in dieser Wohnung wohnen können, um sich so entweder Hölderlin zu widmen, der Hölderlin-Forschung zu widmen oder die eigenen Bücher weiterzuschreiben oder fertigzuschreiben. Wir hoffen uns von diesem Hölderlin-Zentrum natürlich, dass viele Besucher auch unterschiedlicher Generationen sich auf den Weg machen hier nach Bad Homburg, um sich dieses Hölderlin-Zentrum anzuschauen, um so auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen in Kontakt zu kommen mit dem Dichter Friedrich Hölderlin und natürlich auch dadurch, dass hier dann namhafte Schriftsteller wohnen werden, auch natürlich eine gewisse Strahlkraft über die Region hinaus. Was bleibet aber, stiften die Dichter. So das Zitat von Friedrich Hölderlin aus seinem Gedicht Andenken. Und diesem Zitat fühlen wir uns verpflichtet. Und genau deswegen haben wir dieses Hölderlin-Zentrum hier in der Villa Wertheimer geschaffen. Viel Freude damit!